Ich habe Wunderkerzen gekauft, 60 Stück, und präpariere die jetzt, damit ich sie heute Abend für mein Lichtobjekt auf die Holzplatte montieren kann. 52 deshalb, weil 52 deutsche Soldaten in Afghanistan gefallen sind, und ich werde für jeden eine einzelne Wunderkerze abbrennen. Das wird nacheinander passieren, sodass wir etwa 1,5 bis 2 Stunden aktiv vor Ort immer ein Licht haben. Ich habe seit 10 Jahren künstlerisch gearbeitet, und ich glaube, der Künstler hat natürlich nur beschränkte Möglichkeiten, auf die Welt einzuwirken. Er sollte das dann jedenfalls ab und an mit seinen Mitteln tun. Und für mich steckt in diesem Kunstwerk eigentlich eine Frage, nämlich die Frage, die ich an die Welt, an die Politik selber richte. Warum? Und all die Erklärungen, die in der Öffentlichkeit über die 10 Jahre hinweg gehandelt worden sind, die finde ich alle unbefriedigend. Es kann doch nicht sein, dass der wesentliche Ertrag unseres Engagements in Afghanistan, der 52 toten deutschen Soldaten, der Tausenden der Interventionstruppen und der Zehntausenden oder Hunderttausenden, die es an afghanischen Opfern gekostet hat, dass es eine afghanische Fußballnationalmannschaft der Frauen gibt, die in Deutschland auftritt. Ist das der einzige Ertrag, wage ich zu fragen? Und ich glaube, nein. Ich habe im März 2010 ein erstes Kunstwerk geschaffen aus der Serie St. Moore, mit 42 abgebrannten Streichhölzern. 42, weil damals im April 2010 42 deutsche Soldaten offiziell in Afghanistan gefallen waren. Abgebrannte Streichhölzer zu nehmen, ist für mich naheliegend gewesen, weil sie sich so herrlich verformen. Das beobachtet man halt dann irgendwann mal, und für mich stand dann jedes einzelne Streichholz für eine menschliche Figur. In dem Fall sind es dann 43 Streichhölzer geworden, weil es 43 tote deutsche Soldaten 2010 im April waren, die nach offizieller Zählung gestorben sind. Das Objekt heißt deswegen St. Moore, weil ich inzwischen auch gelernt habe, dass es natürlich noch mehr werden werden. Mehr Tote, mehr Soldaten, die in Plastiksäcken zurückkommen, die verbrannt sind, die Menschen aus der afghanischen Zivilbevölkerung, zum Beispiel bei dem Bombardement auf die Tanklastzüge. Von denen hat man ja nicht mehr viel gefunden. Für mich ist das zunächst mal verbunden mit einer gewissen Nervosität, weil ich meine Arbeiten zum ersten Mal heute Abend in einen politischen Zusammenhang, einen öffentlichen politischen Zusammenhang stelle. Ich gehe davon aus, dass wir durchaus Leute, die zum Einkaufen gehen oder die vom Einkaufen kommen, am Trierer Markt erreichen. Wie die auf das Objekt und auf die Theaterstücke im Einzelnen reagieren, glaube ich, wird so sein, wie das häufig ist, wenn Kunst im öffentlichen Raum wahrgenommen wird. Vielfach bleiben Passanten dann Passanten. Und ich hoffe, dass wir über die 15-Sekunden-Schwelle hinauskommen, dass die eine oder der andere stehen bleibt und sich für das Thema zu interessieren beginnt. Und wenn das bei einer Reihe von Leuten heute Abend gelingt, dann wären meine Erwartungen schon erfüllt, dass sich Leute beginnen, obwohl eine gewisse Müdigkeit bei dem Thema Afghanistan, denke ich, in der Öffentlichkeit nicht zu übersehen ist, wiederum und neu für das Thema interessieren. Mein Lichtobjekt wird, ich denke, über mindestens 2,5 Stunden abgebrannt. Parallel dazu hat die AG Frieden, Bundjugend, Theaterstücke, szenische Theaterstücke zum Thema Afghanistan und Krieg im Allgemeinen inszeniert, parallel dazu aufgeführt. Die Idee ist da, dass jedes einzelne szenische Spiel etwa so lange dauert, wie eine Wunderkerze brennt. Chick, chick. Ah! Chick, chick. Ah!
Wachstum, Geld! Wirtschaftswachstum! Für die Demokratie! Ich kämpfe für die Demokratie! Macht und Geld! Ressourcenknappheit! Krieg macht Frieden! Ich kämpfe für den Frieden! Macht und Geld! Weniger Arbeitslose! Für die Sicherheit Deutschlands! Ich kämpfe für die Sicherheit meines Landes! Macht und Geld! Wirtschaftswachstum! Für die Demokratie! Macht ich kämpfe Geld. Für die Demokratie! Ressourcenknappheit! Krieg macht Frieden! Ich kämpfe für den Frieden! Weniger Arbeitslose! Für die Sicherheit Deutschlands! Wirtschaftswachstum! Ressourcenknappheit! Arbeitslose! Wirtschaftswachstum! Ressourcenknappheit! Weniger Arbeitslose! Wirtschaftswachstum! Für die Demokratie! Sicherheit! Macht und Geld! Sind ausdrucksstark. Ich finde, das kann kein Mensch missverstehen, was da gemeint ist. Lobbyismus, Geschäfte und gegen die Menschen, die hier leben oder die überhaupt in Europa leben und überhaupt auf der Welt. Krieg ist etwas, was kein Mittel mehr ist. Das ist das, was für mich dabei rüberkommt. Ja, Performance ist schon gut. Interessiert zwar keinen, aber das ist ein Phänomen, was wir alle kennen. Aber es interessant zu sehen, wie Leute für eine Idee sich auf die Straße stellen und den Arsch auffrieren und was durchziehen. Das werde ich ganz bestimmt wiederholen. Das ist hier heute ein toller Anfang für mich und ich glaube, die Lichtskulptur schafft eine Mitte, um die herum sich das jetzt gruppiert. Die Sachen, also das Objekt entsteht so, wie es entstehen sollte. Aber um es reich zu machen, um Fülle zu schaffen, war die Theatergruppe, denke ich, absolut notwendig. Und von daher sind meine Erwartungen vollständig erfüllt. Die Abzugsdiskussion hat bestimmt dazu beigetragen, dass die Wahrnehmung in den Hintergrund getreten ist. Aber natürlich auch im Vordergrund. Gerade gestern, vorgestern wurde beschlossen, mehr Soldaten nach Mali zu schicken. Wir haben schon wieder das nächste Thema. Wir haben den nächsten Standort, den nächsten Einsatzort und da wird wieder diskutiert, wie gefährlich kann das werden. Ja, auch in Mali sterben sie zu Tausenden. Guten Tag, ich freue mich, Sie im Namen Deutschlands und der Demokratie begrüßen zu dürfen. Nun nehmen Sie einmal Platz. Ich werde Ihnen nun Ihren Einsatz für Frieden und Demokratie in der Welt näher bringen. Ich freue mich, dass Sie sich dazu entschieden haben, Soldat Deutschlands zu werden. Sie haben damit eine große Verantwortung, wie wir Deutschland auch eine Verantwortung haben gegenüber allen anderen Ländern, auch der NATO. Wie Sie wissen, herrscht der Terrorismus auf der anderen Seite der Welt. Zivilisten sterben. Sie müssen das bekämpfen. Seien Sie stolz und setzen Sie sich aufrecht hin. Sie sind nun ein Soldat. Sie werden den Frieden in die Welt bringen, Zivilisten befreien, Ressourcen. Nein, ach, die Ressourcen, das erkläre ich Ihnen ein anderes Mal. Nun gehen Sie raus und verteidigen Sie Deutschland und die Menschenrechte. Und bekämpfen Sie den Terrorismus, wo immer Sie ihn auch finden. Grüß Gott. Gehen Sie los, in den Krieg! Alternative zum Krieg ist, man muss früher damit anfangen, um präventiv zu arbeiten, zivile Konfliktbearbeitung betreiben. Man muss versuchen. Zu diesem Schutz sind auch unsere Soldaten da. Zu dem, genau zu dem Schutz. Die bauen da Brunnen, die machen da Wiederaufbau, kann man eigentlich was sagen. Genau, was ist. Ja, natürlich, dafür sind sie doch da, deutsche Soldaten. Aber eigentlich müssen die ja quasi dorthin gehen, um sich selbst abzuschaffen.